Thomas Geiger. Thomas Geiger ist das einzige Projekt, was uns von der Stadt nicht bewilligt worden ist. Denn Thomas Geiger ist ein Bettler, ein professioneller Kunstbettler. Was ihn aber nicht davon abhält, hier in der Stadt tätig zu werden. Er hat seine Arbeit betitelt I want to become a millionaire. Ein Wunsch, den viele Menschen haben. Aber er tut das im Dienste der Kunst. Sammelt Geld für seinen Kunstverlag. Diese Million soll sozusagen der Vermittlung von der Kunst dienen und damit ist er natürlich sozusagen dem Beruf des Kurators sehr verwandt, der eben auch Geld sammeln muss, um die Kunst zu vermitteln. Also ich persönlich kenne das sehr gut, durfte das aber legal machen und mit Bewilligung der Stadt. Also nicht bewilligt wurde, dass der Mann im öffentlichen Raum Straßen bettelt. Ja. Wir hoffen, er macht das trotzdem, oder? Wie schon gesagt. Ja, okay, alles klar.